Der passende Lack ist wie elegante Kleidung, stilvoll und zeitlos. Adrian Jahnke hat sich in Jüterbock diesem anspruchsvollen Handwerk verschrieben. Seine gleichnamige Autolackiererei zog er hier 2019 allein und buchstäblich aus dem Nichts auf. Vor allem eines gibt der 35-Jährige heute rückblickend zu, hatte er aber zunächst unterschätzt. Dieser finanzielle Aufwand, der war vorher für mich nicht so absehbar. Also, wenn ich mal nur als Beispiel nenne, dass ein TÜV für einen Kompressor mit unter 6.000 Euro kostet, der natürlich zwingend notwendig ist, um arbeitsschutzrechtlich hier alles sicher zu haben, das sind Dimensionen, das sind Werte, das ist wirklich Wahnsinn. Und da musste ich mich das eine oder andere Mal wirklich in die Nesseln setzen, sehr viel Blut, Schweiß und Tränen auch lassen, um irgendwann zu merken, okay, das Bauteil, was du lackierst, das muss so und so teuer sein, weil du musst damit die und die Fixkosten abdecken. Mit der Erkenntnis kam auch der Erfolg und die Mitarbeiter. Allein muss Adrian Jahnke schon lange nicht mehr lackieren und veredeln. Und auch bei den Technologien blieb es nicht nur beim Notwendigen. Besonders stolz ist der gebürtige Luckenwalder, die innovative Beflockungstechnik anbieten zu können. Durch das Auftragen von winzigen Polyamidfasern bekommen Oberflächen ein samtiges Äußeres, das dekorativ, stoßhemmend und wärmedämmend wirkt. Die Technologie ist nicht nur für Autoteile anwendbar und wird von nur wenigen Betrieben in Deutschland beherrscht, sagt Jahnke. Er ist dankbar über das Erreichte und die Unterstützung in den Anfängen. Der Zusammenhalt zwischen den einzelnen Firmen hier, egal ob sie aus dem Bau sind oder aus dem Handel sind, hätte ich vorher nicht so erwartet. Da wurde auch mal wirklich ein Gabelstapler verliehen, da wurde ein LKW verliehen, da wurden extra Aufträge zu mir geschanzt, um, sag ich mal, meinen Aufbau irgendwie hinzubekommen. Obwohl ich vielleicht dann auch mal teurer war als meine Konkurrenten. Das fand ich schon echt beeindruckend, finde ich bis heute beeindruckend und gebe ich gerne an der Stelle dann auch wieder zurück. Doch auf dem Erfolg ausruhen ist nicht das Ding des gelernten Automobilkaufmanns. Seit Anfang diesen Jahres betreibt er auch das Autocenter Jüterbock auf dem Luckenwalder Berg, ganz in der Nähe. Eine Rückkehr zu den eigenen beruflichen Wurzeln und die perfekte Ergänzung zur mittlerweile etablierten Autolackiererei. Fehlt als Krönung eigentlich nur noch der Preis der Wirtschaft Telto Fleming. Ich habe mich wirklich geehrt gefühlt, dass ich nominiert wurde. Das ist ja von externer Stelle passiert. Von welcher genau weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt möchte ich nicht mal zwingend gewinnen. Ich habe mir gerade in den letzten Tagen ein paar Mitbewerber angeguckt. Wäre super froh, wenn da der eine oder andere Favoriten, den ich im Kopf habe, wirklich auch gewinnen würde. Würde ich mich wirklich freuen für denjenigen oder für diejenige Firma. Wenn wir gewinnen, bin ich stolz. Im Namen auch meiner Belegschaft mittlerweile. Weil ich denke, dass wir hier schon was relativ Großes und Schönes aufgebaut haben. Kaufmännischen Handel mit handwerklichem Spitzengewerk kombinieren. Und darauf bin ich sehr stolz.